Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19/2580 zu 19/2410, zusammen mit Punkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19/2581 zu Drucksache 19/2411. Der Kollege Landau wird für Herrn Wiegel die Berichterstattung nehmen. Sie haben das Wort. Die Beschlussempfehlung zum 17. wie auch zum 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sind identisch und lauten: Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimme der FDP, die jeweiligen Gesetzentwürfe in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Abgeordnete Wolff für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Meinungsbildung im Ausschuss war nicht so spektakulär, als dass man die Redezeit ausschöpfen müsste. Es sind zwei Sachverhalte, die geregelt werden. Zum einen im ZDF-Staatsvertrag gibt es die Neuordnung des Fernsehrats nach den Vorgaben des Gerichtes. Und zum Zweiten, und das finde ich nach wie vor erwähnenswert, Hessen benennt einen Vertreter für alle Länder gemeinsam, nämlich einen Vertreter der Migrantenverbände. Ich will erneut sagen, Hessen benennt als einziges Land jemanden, der einem Bundesverband angehört und nicht nur einem Vertreter eines Landes. Das finde ich prima. Und auch einen Migrantenverband, der viele Migrantenverbände und Länder umfasst. Das ist richtig. Meine Damen und Herren, der andere Staatsvertrag beschäftigt sich mit der Frage der regionalisierten Werbung. Wir sprechen uns auch namens der CDU-Fraktion erneut dafür aus, gegen die Kannibalisierung der regionalen Zeitungsmärkte und auch der entsprechenden Rundfunkmärkte vorzugehen. Dafür haben uns die Gerichte die Möglichkeit gegeben, indem sie gesagt haben, einerseits es muss gesetzlich geregelt werden, aber es kann eben auch gesetzlich geregelt werden. Das nimmt der Rundfunkänderungsstaatsvertrag auf und bestätigt und bestärkt insofern auch das Hessische Privatrundfunkgesetz. Dem wollen wir dann auch im Rundfunkstaatsvertrag natürlich die entsprechende Grundlage geben. Insofern, wir bleiben dabei. Es sind zwei sinnvolle, gute Staatsverträge. Wir stimmen denen auch zu. Eine Wortmeldung? Da kommt noch einer. Das Wort hat der, wer will zuerst? Abgeordneter Rentsch. Das kann ich nicht vortragen. Mein Chef sagt ihm. Ich dachte, der könnte auswendig. Mein Chef sagt immer, wenn du schnell. Herr Präsident, vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Wolff, ich glaube, dass die beiden Staatsverträge nicht ganz so unproblematisch sind. Das haben Sie ja schon an der Diskussion auch im Ausschuss gemerkt, wie Sie das glauben. Ich will Ihnen mal ein Zitat vorlesen, was unsere Ansicht jedenfalls zunächst einmal zum 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag bestätigt. Da sagt jemand, und ich sage dann gleich, wer es war, nahegelegen hätte hier, die unmittelbaren Vertreter des Staates aus den Gremien zu entfernen und die entsprechenden Sitze plural den nur staatsnahen und damit auch in der Gesellschaft wurzelnden Parteien und Abgeordneten zuzuordnen. Der Entwurf tut leider das Gegenteil. Anstatt den Einfluss der Regierungsvertreter zurückzudrängen, wurde auf Kosten der Parteienvertreter und Abgeordneten der Einfluss der Regierungsvertreter zementiert. Dass aber nun die Regierungsvertreter einen Entwurf vorlegen, in dem sie die Vorhaben zur Reduzierung des Staatseinflusses dadurch zu erfüllen suchen, dass sie den staatsnahen Bereich aus Parteien und gewählten Volksvertreterinnen gänzlich unberücksichtigt lassen und so weiter, schießt deutlich über das geplante Ziel hinaus. Kollegin Tabea Rösner, Sprecherin der GRÜNEN im Bundestag, die für die GRÜNEN die hier unsere Position vollständig teilt, dass bei der Frage der Neuzusammenstellung des Rundfunkrates, des ZDF-Fernsehrates, die Vorgaben des Verfassungsgerichts nicht richtig erfüllt werden.
und sie werden deshalb nicht richtig erfüllt, weil Regierungsvertreter unangetastet bleiben, während Parteivertreter, die als Parlamentsvertreter die direkten Abgeordneten sind, die das Volk vertreten, quasi aus dem ZDF-Fernsehrat entfernt werden. Meine Damen und Herren, das ist mit Sicherheit der falsche Weg, um diesen 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag auch im Sinne des Verfassungsgerichts wasserdicht zu machen. Wir bedauern das. Ich erspare Ihnen, weil Sie die Stellungnahmen selber lesen können, weitere. Auch das ZDF sagt selber mit seiner Stellungnahme, dass die Pluralität der Staatsbank durch die Nichtberücksichtigung der Parteien nicht besser wird und so weiter und so weiter. Insofern glauben wir, dass das nicht der richtige Weg ist, den Sie hier vorgelegt haben. Beim 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist das Thema regionale Werbung das Thema. Und auch hier haben wir es mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu tun. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Ländern auferlegt, diese Frage zu klären. Kollegin Wolff, bin ich völlig bei Ihnen. Ich habe das aber schon einmal gesagt. Wenn die Regelungen auf Landesebene jetzt rechtlich dazu führen, dass jedes Land in eigener Kompetenz diese regionale Werbung nicht ermöglicht, dann verstoßen wir gegen die Grundlagen dieses Verfassungsgerichtsurteils und werden sozusagen auch hier den Vorgaben des Verfassungsgerichts nicht nachkommen. Wir halten das für einen Fehler. Wenn dieses Vorhaben, was jetzt durchgezogen wird, quasi zu einem faktischen Verbot von regionaler Werbung führt, werden wir uns demnächst wieder vor dem Bundesverfassungsgericht sehen. Das macht alles wenig Sinn, hier mit offenem Auge quasi diese Probleme zu umgehen. Ich sage auch, dass ich glaube, dass das Thema regionale Werbung sich auch aufgrund der digitalen Situation vollständig verändern wird. Ich will das nicht verhindern, dass ich glaube, dass es dort vollständige Veränderungen geben wird. Aber auch hier ist der Schutz der, wie Sie es ja vorhaben, der Verleger kein wirklicher Schutz, weil es auf der einen Seite rechtlich fragwürdig ist und auf der anderen Seite auch keinen Schutz darstellen wird. Insofern müssen wir leider beide Rundfunkänderungsstaatsverträge ablehnen. Nächster Redner ist Herr Kollege Siebel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, es geht um die zwei Rundfunkänderungsstaatsverträge. Ich mache es nacheinander. Der eine befasst sich in der Tat mit der Veränderung der Zusammensetzung der Gremien beim ZDF. Dieses war notwendig geworden. Ich hatte das bereits bei der ersten Lesung gesagt, wegen einer Normenkontrollklage, die die SPD-Bundestagsfraktion angestrengt hatte, vor dem Hintergrund, dass in der Tat in der Vergangenheit die Zusammensetzung der Gremien nicht hinreichend staatsfern organisiert worden ist. Vor dem Hintergrund der Abwägungssachtatbestände, die vollzogen worden sind, ist das jetzt der Fall. Dazu kommt noch, dass die Gremien verkleinert worden sind, was ich auch nicht für falsch halte. Insofern ist das, was jetzt dabei herausgekommen ist, vor dem Hintergrund dessen, was uns das Bundesverwaltungsgericht aufgegeben hat, eine abgewogene, tragfähige und auch dem Urteil gerecht werdende Lösung. Zweiter Staatsvertrag, regionale Werbung. Kollege Rentsch, Sie haben natürlich recht, dass es Veränderungen geben wird, dann, wenn weitere digitale Medien die Landschaft bereichern, zumindest mit hinzukommen. Wir sind aber in einer Situation, wo wir, glaube ich, in der Verantwortung der besonderen Situation des Landes Hessen regionale Werbung so gestalten sollten, wie wir das in diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag tun. Deshalb auch in diesem Punkt die Zustimmung der SPD-Fraktion. Herzlichen Dank. Hat der Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Kollege Siebel und die Kollegin Wolff haben das vollkommen richtig dargestellt. Es gibt zwei Regelungsbereiche, mit denen wir es hier zu tun haben. Das eine ist der Regelungsbereich, die Zusammensetzung der Gremien des ZDFs. Das ist natürlich schon erstaunlich, Herr Kollege Rentsch, dass Sie hier die Kollegin Rösner, Tabea Rösner, zitieren. Aber das Problem daran, und das kann ich auch nachvollziehen, ist immer, dass es natürlich, wenn man solche
wenn man solche Urteile dann anstrebt und dann die Urteile kommen und dann auf einmal die Gremien verkleinert werden, dass sich natürlich dann die auch darüber beschweren, die dann durch die Verkleinerung aus den Gremien rausfallen. Das ist leider so. Ich bedauere das ausdrücklich, dass das ausgerechnet die Kollegin auch der GRÜNEN getroffen hat. Aber das ist nun einmal so. Ich will sagen, es war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das uns diese Regelung aufgegeben hat. Und ich glaube, dass die Regelungen, die jetzt hier getroffen worden sind, auch so tragen. Der Kollege Siebel hat das ja auch eben noch einmal deutlich gemacht, Kollegin Wolff auch. Der zweite Punkt ist die Frage der regionalisierten Werbung. Und da will ich noch einmal daran erinnern, dass wir im Hauptausschuss vor kurzem erst eine sehr umfangreiche Anhörung zum Zustand und zur Zukunft der Verlage in Hessen gemacht haben. Uns alle muss bedrücken, wie eng es auf dem Zeitungsmarkt zugeht und unter welchem Druck, enormen Druck, auch unsere hessischen Verlegerinnen und Verleger sind. Deswegen ist es richtig, dass wir hier die regionalisierte Werbung einschränken, verbieten, um auch den Schutz unserer hessischen Verlage sicherzustellen. Ich glaube, das ist für uns in Hessen eine wichtige Entscheidung, auch eine wichtige Regelung, die hier im Staatsvertrag getroffen wird. Deswegen wird meine Fraktion beiden Regelungen zustimmen. Vielen Dank. Dann könnte die Regierung, wenn sie will. Herr Staatsminister Winterbeier, Sie haben das Wort. Nee, das war ich vorhin schon gewesen, lieber Hans-Jürgen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit Blick auf die sich abzeichnende übergreifende Zustimmung des Hauses möchte ich mich auch auf einige wenige Aspekte beschränken, die in der Diskussion eine Rolle gespielt haben. Beginnen möchte ich mit dem 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. In der ersten Lesung und in der Ausschussberatung ist deutlich geworden, dass dieser Staatsvertrag von einer ganz breiten Mehrheit des Landtages mitgetragen wird. Ich begrüße dies ausdrücklich, denn der vorliegende Staatsvertrag hat den Anspruch, in den Gremien des ZDFs mehr Staatsferne und mehr Vielfalt zu gewährleisten, wie auch das Bundesverfassungsgericht das vorgegeben hat. Und, lieber Kollege Rentsch, es ist sicherlich bedauerlich, dass weniger Bundesvertreter drin sind, aber das liegt einfach an der Tatsache, dass man entweder den bisherigen Fernsehrat erheblich erweitern hätte müssen, um die Drittelregelung der Politik oder der staatsnahen Vertreter zu sehen. Und wir haben uns in den Ländern für eine Verkleinerung entschieden, damit auch das Gremium arbeitsfähig ist. Und es gehört zur Wahrheit dazu, Herr Kollege Rentsch, das ZDF ist eine Anstalt der Länder und keine Anstalt des Bundes. Und wir legen schon als Bundesländer, auch wir Hessen, darauf Wert, dass wir jeweils mindestens einmal vertreten sind. Und 16 Bundesländer, wenn das schon ein Drittel ist, nehmen Sie es mal drei, und dann wissen Sie schon, wie groß ein Fernsehrat wird. Insofern ist der Anteil der Bundesvertreter reduziert worden. Und wir haben durchaus auch noch für die Kommunalen einen Sitz dort drin, sodass das beim Bund halt eben abgezogen werden musste. Meine Damen und Herren, wie geht es nun weiter mit den Staatsverträgen? Die Länder werden als nächstes auch den Deutschlandradio-Staatsvertrag an die Karlsruher Vorgaben anpassen. Auf politischer Ebene werden wir uns hiermit im nächsten Frühjahr ausführlich zu befassen haben. Meine Damen und Herren, gerne möchte ich auch in diesem Rahmen auch einige Anmerkungen zum Gesetz über den Hessischen Rundfunk machen. Hier gilt es zunächst festzuhalten, dass der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks, vergleicht man ihn mit den Rundfunkräten anderer Landesrundfunkanstalten oder auch dem jetzigen noch des ZDFs, schon heute besonders staatsfern ausgestaltet ist. Aus Sicht der Landesregierung besteht hiermithin kein gravierender Änderungsbedarf. Anpassungsbedarf wird es aber in einer ganzen anderen Reihe von Bereichen geben. Ich nenne hier stichwortartig etwa die Transparenz, Inkompatibilitäts- und Karenzregelungen, die Quotenregelung oder das Thema Dynamisierung der Gremienzusammensetzung, insbesondere des Verwaltungsrats. Meine Damen und Herren, die Amtszeit des derzeitigen Rundfunkrates des Hessischen Rundfunks endet zum Jahresende 2016. Eine Novellierung des HR-Gesetzes sollte aus Sicht der Landesregierung deshalb so rechtzeitig erfolgen, dass die neue Amtsperiode des Rundfunkrates, sie beginnt im Januar 2017, nach neuem Recht stattfinden kann. Die Landesregierung wird diesem Hohen Haus in der ersten Jahreshälfte 2016 hierzu einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Meine Damen und Herren, ich komme
Dann noch zum 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Auch dazu nur eine kurze Anmerkung. Ich begrüße, dass sich die ganz überwiegende Mehrzahl der Fraktionen in der ersten Lesung klar zum Ziel des 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrages bekannt hat, landesbezogene und regionale Medienunternehmen zu schützen. Dass wir in Zeiten digitaler Medien neue Nutzungsgewohnheiten und neuer Werbeformen mit dem 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag keine Regelung mit Ewigkeitsgarantie schaffen, ist uns allen sicher bewusst. Dennoch, in der derzeitigen Situation ist es ein gutes und ein richtiges Signal, dass sich die meisten Fraktionen des Hessischen Landtages weiterhin für den Erhalt und die Absicherung der wirtschaftlichen Grundlagen unserer regionalen Zeitung und unserer Hörfunk- und Fernsehanstalter des Landes ansetzen. Insofern freue ich mich auf die breite Zustimmung dieses Hauses für beide Rundfunkänderungsstaatsverträge. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Ich lasse abstimmen zunächst über den 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Wer dem zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Stimme Enthaltung. Entschuldigung, FDP dagegen. Stimme Enthaltungen. Damit ist das so mehrheitlich beschlossen und das Gesetz wird zum Gesetz erhoben. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Wer dem zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. Wer ist dagegen? FDP. Enthaltungen? Keine. Damit ist dieser Gesetzentwurf mit großer Mehrheit beschlossen und wird zum Gesetz erhoben.